Hallo, herzlich willkommen hier wieder in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Mott in Lauda, ich selbst bin Erhard Mott und darf Ihnen ein ganz schickes Vorführ-E-Bike vorstellen für die Saison 2023. Es ist von Riese und Müller, das sogenannte Urban 7. Urban steht für Stadt. Ja, wenn es in der Stadt Radwege gibt, dann ist es ein schönes E-Bike. Ansonsten würde ich sagen, es ist ein sehr schnelles E-Bike, ähnlich wie eine Rennmaschine. Es gibt ja mittlerweile Gravel-Bikes und so ähnliche Dinge. So in diese Kategorie würde ich es eigentlich reinbringen. Sehr schnell, ein Flitzer quasi. Und jetzt kommen da die Besonderheiten, die ich Ihnen sage. Zuerst noch einmal kurz, der Rahmen ist ein mixter Rahmen. In der Farbe Rosenholz und in dieser Rahmenform würde ich sagen, prädestiniert für sportliche Damen. Ich will aber da niemanden vorgreifen. Es ist ausgestattet mit einem neuartigen Antriebssystem, und zwar dem Fazua Ride 60. Fazua, das ist bayerisch, das kann ich nicht aussprechen. Der Grund ist der, von einem Technikteam in München entwickelt. Mittlerweile abgekauft oder gekauft von Porsche. Die Automobilindustrie steigt nämlich da auch ein in diese E-Bike-Szene. Die ahnen dort auch Geld zu verdienen. Und Porsche bringt natürlich viel technisches Know-how mit und viel Kapital. Also das heißt, man ist da auf der sicheren Seite bei so einem Rädchen, dass es auch das noch in Zukunft geben wird und dass es was Gescheites ist. Beeindruckend, leicht, haha, um die 20 Kilo. Sowas gab es lange nicht mehr. Leichte E-Bikes. Und der Motor, dieses ganze Antriebssystem, ist auf leicht gebaut, auch eigentlich Renntechnologie. Wir haben schmale Bereifung. Die ist ähnlich wie so von einem Rennsportrad. Etwas breiter, etwas mehr Komfort bietet es und man kann auch mal nicht ganz nur glatte Straße fahren. Ansonsten für Kopfsteinpflaster, für Straßenbahnschiene, Randsteine und Ähnliches, was in einer Stadt vorkommt, eher nicht geeignet. Man hat es etwas aufgepimpt mit einer sehr guten Federgabel, luftgedämpft, sodass man doch tatsächlich auch einmal schlechtere Straßen fahren kann, so wie ich es gerade erwähnt habe. Ideal ist es trotzdem nicht, aber man kann es dann. Und man hat auch das mit einem Komfortlenker gemacht, also man sagt, früher hat man gesagt Trekkingbügel dazu, der ist etwas nach hinten geneigt und verbessert oder erhöht dort damit die Sitzposition, was nicht ganz so weit nach vorne gelehnt. Man könnte zum Beispiel noch etwas tricksen, wenn man müsste und könnte den Vorbau etwas höher machen, wir können das. Ja, also der Gepäckträger ist spartanisch für links und rechts eine Packtasche ausgelegt. Es ist kein Rad zum Einkaufen, nee, das ist es nicht. Das ist wirklich schnell. Das Rad ist schnell zur Arbeit oder einfach als Trainings-, als Sportgerät gedacht. Wenn Sie mitfahren, als Frau mit so einem Rudel von Männern, die vor Kraft und vor Kondition strotzen, dann haben Sie gute Chance, da den wegzufahren. Die Kettenschaltung, die ist mit einer sehr breiten Übersetzung gemacht, also auch für Berge, für Steigungen gut geeignet. Der Motor hat übrigens 60 Newtonmeter, ist nicht so stark wie ein Bosch Performance Line CX zum Beispiel. Aber wenn Sie ein bisschen Kraft noch in der Oberschenkel haben, dann funktioniert es. Sie sollte aber doch eine gewisse Fitness mitbringen. Also es ist ein E-Bike, das Sie unterstützt, aber nicht so komfortabel, wie Sie es jetzt zum Beispiel von so einem eher schweren E-Bike gewohnt sind mit Bosch Performance Line CX Motor, der Sie praktisch ohne jede Anstrengung wieder den Berg hochbringt. Ein tolles Rad, kommen Sie zu uns, wir haben fantastische Teststrecken, so 8-9 Kilometer in der Runde können Sie da fahren, Berg hoch, Berg runter und können sich da austoben auf dem Rädle. Und wir werden Sie da auch dann sehr gut beraten, ob für Sie dann das Richtige ist für die Zukunft. Melden Sie sich einfach an bei uns auf der Internetseite für eine Probefahrt und dann machen wir einen Termin aus, werde noch etwas vorbereitet von uns. Wir erklären Ihnen noch, was Sie zu tun und wissen sollten, damit, wenn Sie kommen, dann gleich loslegen können. Also, wir freuen uns auf Sie. Bis bald, Ihr Erhard Mott und das gesamte Team.